Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir tauchen mit diesem Video wieder ein in die spirituelle Welt. Wir haben uns in anderen Videos erarbeitet, dass es unsere Freiheit ist zu entscheiden, welches Weltbild bzw. welchen Glaubenssatz ich an der Basis meines Weltbildes annehmen will, glauben will. Ich kann entweder glauben, dass nur die Materie existiert, dann bin ich Materialist, dann brauche ich nicht, was wir jetzt tun in diesem Video, über Reinkarnation und Wiedergeburt nachzudenken, weil dann sagen wir, das ist Blödsinn, das ist Unsinn, das ist Quatsch. Man hat die Freiheit, jeder hat die Freiheit, du hast die Freiheit, ich habe die Freiheit, so zu denken. Oder aber man sagt, okay, ich schaue mir mal das andere Weltbild an, das andere, die andere Theorie, wo es heißt, es gibt eine geistige Welt und ich bin ein geistiges Wesen und ich bin ein Terranaut und als Terranaut lebe ich in diesem Körper. Ich bin aber ein geistiges Wesen. Ist das nicht spannender? Und vor allen Dingen, aber darum geht es gar nicht, kann ich mit diesem Weltbild das, was wir an Erfahrungen haben, erklären oder kann ich es mit dem Materialismus erklären? Wenn ich glaube, dass der Fernseher das Bild hervorbringt, täusche ich mich. Wenn ich glaube, dass das Gehirn den Geist hervorbringt, täusche ich mich. Wenn ich glaube, dass die Software die Hardware produziert, täusche ich mich. Wenn ich glaube, dass das Gehirn die Software den Geist hervorbringt, täusche ich mich. Es ist falsch. Es ist ein falscher Glaubenssatz. Und trotzdem leben wir den in dieser Gesellschaft und zerstören unsere Kultur. Also ist es an der Zeit, in diesem Zeitalter der zweiten Aufklärung ernsthaft darüber nachzudenken als Menschheit und zu begreifen, dass das ein falsches Weltbild ist und dass wir das ändern müssen. Und damit können wir das erste Mal auch diese Frage angehen, gibt es eine Wiedergeburt? War ich schon einmal auf dieser Erde? Warst du schon einmal auf dieser Erde? Diese Frage bewegt letztens jeden Menschen. Und die Materialisten sagen, nein, auf keinen Fall, ich war auf keinen Fall da, man lebt nur einmal. Diesen Spruch kannst du mit dem anderen Weltbild von heute ab vergessen. Du lebst nicht nur einmal. Du warst schon oft da. Ich weiß, dass das so ist, aber auch wiederum, das musst du nicht glauben. Das ist aber eine gewisse logische Schlussfolgerung, wenn du einmal gewisse Axiome, gewisse Glaubenssätze in dir verinnerlicht hast und mal angenommen hast als These. Habe ich schon mal gelebt oder nicht? Gibt es die Wiedergeburt? Es gibt nur zwei Antworten darauf. Ja oder nein. Ist das wichtig für dein Leben? Denk einmal darüber nach. Ist es wichtig, wenn du weißt, dass du wiederkommen wirst? Und das wird ein anderes Video sein, wo es um die ausgleichende Gerechtigkeit, um diesen alten Begriff des Karma geht. Ist es wichtig, wie ich mich heute verhalte für mein nächstes Leben? Das heißt, für meine ferne Zukunft, ist das wichtig? Du kannst für dich darüber nachdenken. Ich kann dir garantieren, in dem Moment, wo du ein spirituelles Weltbild hast, wirst du anders handeln. Weil du weißt, was du säst, das wirst du ernten, weil du weißt, dass das Konsequenzen hat. Und deshalb ist diese Frage für dich absolut entscheidend. Es ist absolut für dich als Seele, als König in deinem Königreich der Seele entscheidend, was du glaubst. Denn das Spannende ist doch, interessiert es die Wirklichkeit, interessiert es die Wahrheit, ob du an sie glaubst oder nicht? Interessiert es das Finanzamt, ob du glaubst, ob es gibt oder nicht? Nein, das interessiert das Finanzamt nicht. Es interessiert auch die Wirklichkeit nicht, ob du daran glaubst oder nicht. Und wenn es eine Wiedergeburt gibt und es diese Gesetze gibt und das die Fakten sind, dann ist es denen Fakten egal, ob du daran glaubst oder nicht. Und du wirst deine Konsequenzen tragen müssen. Also wenn es das möglich ist, wenn das möglich ist, wenn es möglich wäre, dass wir wiedergeboren werden, dann wäre es doch wichtig, diese Frage zu klären. Und deshalb empfehle ich dir von tiefstem Herzen, kläre diese Frage für dich. Dazu dient dieser Kanal. Ich werde dich unterstützen mit allem Wissen und den Informationen, die ich habe. Und dann prüfe das für dich, entscheide für dich. Denn das hat Konsequenzen für die Zukunft in deinem Leben. Wenn wir moralisch leben wollen, dann hat das eine Bedeutung, ob wir weiterleben nach dem Tod und ob wir wiederkommen oder ob wir schon mal da gewesen sind. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und was wollen wir? Was habe ich empfohlen? Ich habe empfohlen, ausgearbeitet, dass es wichtig ist für uns, die Wahrheit zu suchen. Und Wahrheit suchen heißt, die Glaubenssätze zu finden. Also herauszufinden, gibt es Wiedergeburt oder nicht. Diese Klärung ist
extrem wichtig. Du entscheidest aber, ob du die Wahrheit suchen willst oder nicht. Wir alle haben ein Problem mit der Wahrheit, weil die Wahrheit ist für uns unangenehm in vieler Hinsicht. Wir haben ein Weltbild uns erarbeitet über viele Jahre, vielleicht über 20, 30, 70, 80 Jahre. Und jetzt sollen wir dieses Weltbild plötzlich aufgeben, an das wir uns so gewohnt haben? Nein. Ja. Dann aufgeben, wenn es falsch ist. Dazu musst du aber die Bereitschaft haben, müssen wir die Bereitschaft haben, die Wahrheit suchen zu wollen und sie auch zu akzeptieren. Und da tun wir uns alle schwer, ich weiß das. Es ist nicht einfach, wirklich Wahrheitssucher zu sein, wirklich die Wahrheit zu suchen, weil die Wahrheit oft sehr, sehr schmerzt. Aber sie schmerzt nur, weil wir unseren Irrtum erkennen. Und wenn wir dann ganz ehrlich erkennen, dann wird aus dem Schmerz Freude, dass wir sagen können, danke, dass ich den Irrtum erkennen konnte, weil jetzt kann ich mein Leben anders leben. Und deshalb brauchen wir die Klärung dieser Frage, ob wir schon mal gelebt haben oder nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und ob es eine Wiedergeburt gibt. Ich kann dir garantieren, aus meiner Sicht, aus meinem Weltbild, das ich mir arbeite, dass es so ist. Ich weiß, dass es so ist. Auf der Basis gewisser Glaubenssätze, die ich bewusst angenommen habe als Wissenschaftler. Du kannst dasselbe für dich tun oder es auch ablehnen. Du solltest es für dich in aller Ehrlichkeit prüfen, nach den Gesetzen der Wissenschaft und der Wahrheit. Und nicht nach Vorurteil oder Religion. Löse dich bitte von jeder Art von religiösen Vorurteilen. Prüfe auch deine religiösen Inhalte mit Herz und Hirn. Prüfe sie für dich. Denn du siehst, es gibt so viele Religionen auf der Welt und alle behaupten, sie haben die Wahrheit. Das kann nicht sein. Es gibt nur eine Wahrheit. Deshalb mache dich frei von allem, was dich bindet als Unwahrheit, Irrtum oder Vorurteil. Geh diesen Weg der Wahrheitssuche. Der Weg ist klar, es ist der wissenschaftliche Weg der Klärung, der Begriffe, logisch, der Prüfen, der Prüfung und so weiter. Das alles biete ich dir an, das alles ist auch bekannt. Und es ist so, dass wir wiederkommen. Es gibt diese Reinkarnation, die hat es schon immer gegeben. In allen Kulturen wurde davon geredet. Und wir brauchen deshalb dieses Gesetz oder dieses Prinzip der Reinkarnation, damit wir auch diesen anderen wichtigen Begriff, dieses Gesetz des Karma, des Schicksals, klären können. Die sind eng miteinander verbunden. Denn warum uns im Leben etwas passiert, hängt genau mit der Frage zusammen, gibt es mich danach noch einmal und hat es mich schon gegeben und was hat mein jetziges Schicksal mit mir selber zu tun, eventuell in früheren Leben? Das ist eine fundamentale Frage und diese mit Ja zu beantworten ergibt sich aus dieser Geisteswissenschaft und ich wünsche dir sehr von Herzen, dass du das auch für dich klären kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann können wir uns heranwagen an dieses spezielle Thema des Karma, das damit eng verbunden ist, des Schicksals. Und so sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich darauf. Dein Axel Burkhardt.